My troops are under attack. Also in der Nekropolis könnte ich Skelette, Zombies beschwören. My troops are under attack. Könnte natürlich auch im nahen Orkdorf Orks beschwören, Orks ausbilden, die zu Orkskeletten machen. Selbst der Grizzlybär hängt immer noch hier rum. We are under attack. Ja, ich wünschte, ich könnte hier noch mal Truppen rausholen, aber kann ich irgendwie nicht. Das Brigantenlager haben wir zerstört am Anfang. Und es gibt nirgends ein Brigantenlager hier. Jedenfalls nirgends, wo ich mich jetzt bis jetzt umgeguckt habe, kriegen wir neue Briganten. Das ist das, was mich am meisten gerade nervt an der Sache. Naturknoten und so weiter. Chaosknoten hier. Hier ist die eine Menschenstadt, die wir keine Briganten mehr haben, um mit der was anfangen zu können. Ja, weil die brauchen das Holzschild aus der Ogerhütte. Aber wie soll ich dir das geben, wenn ich keine Briganten habe? Und ja, wie gesagt, das ist ein Orklager. Na komm, holen wir uns zwei Trupps Orks. Wir haben eigentlich gar keine andere Wahl, als uns ein paar Orks zu holen. Really? Us? Let's go! Wir kennen aber noch alle Sachen, die wir so getötet haben. Da Orkskelett. Ach, da kommen jetzt Monster runter. Let's go, let's go. Da machen wir jetzt aus den Orks, die wir gerade geholt haben, ein paar Untote. Wie gesagt, keine Briganten jetzt zu haben, ist unpraktisch. Aber da finden wir auch schon Mittel und Wege.
Schmugglerhöhle, Bärenlager vernichten. Schamane, Holzschild. Nekropolis. Die werden zu normalen Skeletten. Ich glaub's nicht. Da hätte ich auch gleich normale Skelette kaufen können. Und ja, ich hätte vielleicht ein paar Zombies mir noch holen sollen. Ja, gehen wir mal hier hin und reden mit dem Schaman. Greetings, wise man. Hush, you are distracting me. How dare? I mean, what am I distracting you from? The abominable undead are poisoning the river. I have to purify the water day and night, or my clansmen will die. I'll talk to you if you destroy the wicked creatures. Also ja, dazu muss ich irgendwo hinten rum wahrscheinlich. Hier vorbei. Naja, ich hätte die Briganten wirklich zurückhalten sollen. Ihr braucht übrigens auch Einführung, das ist doof. Also ja, das erste Kapitel, was wir jetzt spielen als, ach, wie heißt er nochmal, Zee, ist das Schwierigste, weil wir auf die Untoten arg angewiesen sind an vielen Stellen. Und ich immer noch keine Ahnung habe, wo ich Briganten herkriege. Matavir bittet um Hilfe. Da ist doch ein Brigantenlager. My troops are under attack. Yes. Also ja gut, das ist ein Brigantenlager, aber hier können wir keine Briganten anheuern. Schade.
Wo auch immer. Ach, ist da noch eine Wolfshöhle irgendwo? Und ja, Geld für die Goblin-Skelette gebe ich auch keine mehr aus. Jetzt zerstören wir erstmal die Monsterhöhle hier. Ja, eine Wissensschriftrolle. Gut, dann gucken wir uns noch die Lykanthropen hier an. So, der Lykantrop gehört jetzt uns. Und damit haben wir eine sehr mächtige Einheit. Werwolf-Schamane. Die Götter weigerten sich, die dunkle Seele dieses Schamanen anzunehmen und verwandelten ihn in einen Werwolf. Seitdem erschreckt er die Ansässigen mit seinem Geheul. Ja. Ja, solange ich kann, werde ich ihn benutzen als Einheit. Mata, wir will noch was von mir. So. Oh,
So, aber jetzt werde ich mal wieder speichern. Das wäre jetzt dann Let's Play 005. Speichern. Und dann gibt es jetzt erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.